Computational Thinking mit BBC Microbit. Wenn, dann, sonst. Wenn der Apfel reif ist, dann pflücke ich den Apfel. Ansonsten lasse ich ihn weiter am Baum reifen. Nicht nur im täglichen Leben, sondern auch beim Programmieren gibt es Situationen, in denen bestimmte Entscheidungen getroffen werden müssen. Roberto soll der Straße folgen. Wenn er zu einer Wegkreuzung kommt, dann soll er immer rechts abbiegen. Das Programm dafür ist einfach. Führen wir das Programm aus. Solange er auf keine Wegkreuzung trifft, wird der Befehl Folge der schwarzen Linie ausgeführt. Nun hat er eine Wegkreuzung erkannt und biegt nach rechts ab. Danach folgt er der Straße. Doch wie verhält sich Roberto, wenn die Straße zu Ende ist? Dieser Fall wurde im Programm noch nicht berücksichtigt. Um das zu tun, füge ich eine weitere Wenn-Bedingung ein. Ist die Straße zu Ende, so bleibt Roberto nun stehen. Robertos Entscheidungen sind davon abhängig, ob bestimmte Ereignisse eintreten oder eben nicht eintreten. Auch dem BBC Microbit kannst du sagen, wie er sich verhalten soll, wenn bestimmte Ereignisse eintreten oder bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das machst du mit bedingten Anweisungen. Solche Anweisungen sind nach dem Schema Wenn-Dann oder nach dem Schema Wenn-Dann-Sonst aufgebaut. Du kannst bestimmen, was passieren soll, wenn zum Beispiel Knopf A gedrückt wird, das Programm gestartet wird, der Microbit geschüttelt wird, die Lichtstärke einen Grenzwert von 150 überschritten hat oder die ermittelte Zufallszahl genau die Zahl 7 ist. Mit bedingten Anweisungen kannst du also auf verschiedene Eingaben reagieren. Wenn Knopf A gedrückt wird, dann soll ein lachender Smiley angezeigt werden. Wenn Knopf B gedrückt wird, dann soll ein trauriger Smiley am LED-Display des Microbit erscheinen. Am Simulator kann ich das Ganze auch gleich testen. Zudem kannst du mit bedingten Anweisungen auf die Änderung von Sensorwerten reagieren, zum Beispiel auf die Änderung der Lichtstärke. Ich verwende dazu den Wenn-Dann-Ansonsten-Block. Wenn es hell ist, also der Wert der Lichtstärke größer als 150 ist, dann soll ein Schmetterling angezeigt werden. Ansonsten, also wenn der Wert der Lichtstärke kleiner oder gleich 150 ist, soll ein Geist erscheinen. Um immer den aktuellen Wert der Lichtstärke zu erhalten, muss der gesamte Code in einer Endlosschleife ausgeführt werden. Ich teste das Ganze auch gleich am Simulator.